Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Voice-Over auf dem Crash Academy Channel. Heute wird es richtig spannend. Jetzt geht es nämlich um ein Preview zu den katastrophalen Schäden an Bord von Großkampfschiffen. Wie sich die Designer das jetzt vorstellen. Wichtig ist, dass es tatsächlich noch R&D, das heißt Research and Development, also das heißt, es ist immer noch in der Entwicklung dieses ganze Prozedere, aber sie wollen uns heute einen ersten Blick darauf geben, was das Team jetzt bereits erreicht hat und wo die Reise hingehen soll. Das Wichtigste, die wichtigsten Meilensteine und Ziele sollen nämlich sein, dass es voll erkundbare Wracks geben wird bei Star Citizen und das nicht nur im PU, sondern jetzt inzwischen erweitert, auch auf Squadron 42, damit schlagen sie zwei Fliegen mit einer Klappe. Und außerdem sollen diese sich dann eben nicht nur im Weltall befinden, sondern eben auch auf Planeten möglich sein zu besuchen, das heißt zu erkunden. Und da gibt es natürlich jetzt schon eine sehr, sehr große Auswahl, woran sie sich bedienen können. Sie können Schiffe nehmen wie die Idris über den Javelin bis hin zum Bengal Carrier, die ihnen jetzt als Modelle dienen, woran sie sich ausprobieren können. Und deshalb wollen sie auch nicht von vorne anfangen. Sie haben sich also ausgedacht, dass es sehr wichtig ist, dass sich das Ganze eben sehr natürlich anfühlt. Die Atmosphäre muss stimmen, das heißt die Special Effects, das Licht, das Audio, das muss alles so zusammenpassen, dass vor allem Atmosphäre entsteht. Und das Erste tatsächlich, woran man denkt, sagt auch der Designer hier, wenn es um einen katastrophalen Schaden an Bord von einem Großkampfschiff ist, ist Feuer. Das ist tatsächlich das Gruseligste, die eine Vorstellung im Weltraum eben mit in einem Schiff voller Sauerstoff gefangen zu sein, wo sich aber Flammen drin ausbreiten. Tatsächlich ist es aber so, dass sie sich im realen Leben umgeschaut haben, so in Richtung Flugzeugträger oder auch große Schiffe, Tankschiffe, auch die auf den Weltmeeren unterwegs sind oder eben auch Bohrinseln und haben gesehen, dass die eigentlich alle über ein sehr, sehr gutes und ausgeklügeltes Feuerlöschsystem verfügen. Das heißt, dass sich ein Brand lange hält, ist relativ unwahrscheinlich. Aber was daraus entsteht und auch der Schaden, der daraus entsteht und die Atmosphäre, die sind gerade dafür dieses Design sehr, sehr wichtig. Also die Vorstellung, ein Brand, der gerade gelöscht wird, der überall nasse Oberflächen, die wiederum Licht reflektieren und Blitze reflektieren, zu einer Art auch Atmosphäre beitragen kann, die halt für so ein Schiff, ein Wrack oder auch ein gerade abgestürztes Schiff halt sehr, sehr wichtig ist, um das ins Gameplay reinzubringen. Das bedeutet, sie haben sich sehr, sehr viel nicht nur an der realen Welt orientiert und auch an dem viel, was dort entstehen soll, sondern eben auch bei Filmen natürlich abgeschaut. Das bedeutet, der Designer hebt hier insbesondere Filme aus den 80er Jahren und gerade die von Ridley Scott hervor. Also er redet zum Beispiel von Alien oder von Blade Runner oder ähnlichen Filmen, die eben schon doch deutlich dazu beigetragen hat, dass man ein Bild davon sich machen kann, wie soll es eigentlich an Bord von einem Schiff aussehen, das zum Beispiel fast vollständig zerstört ist oder eben schon vor einer Weile auf einem Planeten notlanden musste oder eben auch direkt abgestürzt ist. Das bedeutet, sie haben sich als großes Team mit vielen Departments daran gesetzt und haben tatsächlich weltweit versucht, ihr Wissen zusammenzuwerfen, um dann eben durch die verschiedenste Kombination von Mitteln zu erreichen, dass es wie ein katastrophaler Notfall aussieht, dass es wirklich sich auch so anfühlt und dass die Immersion ein Stück weitergeht. Dafür ist es natürlich ganz besonders wichtig, dass man sich insbesondere die Lichteffekte anguckt und dort gehen wir jetzt auch direkt zum nächsten Designer. Der wird uns nämlich viel über Licht und seine Effekte auf eben die ganze Atmosphäre erklären. Er ist direkt fürs Lighting zuständig und hat dort schon einige Fortschritte zu vermelden und insbesondere haben sie sich natürlich am Anfang angeguckt, wie soll so eine Atmosphäre an Bord von dem Schiff aussehen, an Bord von einem Wrack oder einem kürzlich abgestürzten Schiff. Das heißt, wir haben hier viele dunkle Flächen, viele Schatten, die sich abwechseln, aber mit reflektierenden Oberflächen oder gar ganz grellen Lichtpunkten, die dann insbesondere hervorstechen in so einer dunklen Umgebung. Das heißt, wir haben Glow und Glimm und Flare-Effekte, die auftreten, gleichzeitig eben die verschiedensten Oberflächen. Das heißt, wir haben es mit Wasser zu tun, mit Feuer, mit Rauch und Nebel und natürlich deren Reflektionen. Und da sind ganz, ganz entscheidend dann die Partikeleffekte, die von der CryEngine selbst ursprünglich nicht ausgereicht haben, um das viel die Atmosphäre zu erschaffen. Das heißt, sie haben die erweitert um weitere Systeme, nämlich einmal dieses
sogenannte Tolled Lightning System. Das heißt, hier werden hunderte Lichteffekte miteinander kombiniert von verschiedensten Richtungen, damit eben eine Gesamtatmosphäre erscheint. Und außerdem haben sie das System erweitert um das sogenannte Volumetric Lightning. Das heißt, hier geht es darum, dass das Licht durch Partikeleffekte hindurch scheint. Das heißt, man hat wirklich das Gefühl, dass eben ganz gezielte Lichtbänke, Strahlen oder ähnliches entstehen, die eben durch Wasser, durch Nebel, Rauch und ähnliches durchscheinen. Und diese Partikel selbst brechen dann das Licht auch nochmal, sodass es sich eben noch anders im Raum verteilt. Außerdem ging es eben darum, dass Glanz- und Blendeneffekte an sich, also das sogenannten Glows oder Flares, dass diese Reflexionen, die eigentlich ausgelöst werden, da durch die Unzulänglichkeiten des menschlichen Auges oder einer Kameralinse, dass diese eben physikalisch korrekt sich anwenden lassen. Da gab es zwei Möglichkeiten. Einmal das, was CryEngine selbst liefert. Das waren Effekte, die sogenannte Artist-Driven-Effekte sind. Das heißt, die sind festgelegt, wie sie aussehen und sind eben nicht physikbasiert. Das heißt, sie verändern sich nicht korrekt mit den vielen möglichen Änderungen innerhalb eines Gameplay-Erlebnisses. Und dazu haben sie jetzt eine prozedurale Technik benutzt und diese schafft es dann tatsächlich, physikbasierte Blendenflecke zu erschaffen, die alle einzeln verändert werden können. Und das muss man sich mal vorstellen, was das für eine Arbeit ist. Und trotzdem sagt der Designer, sie sind schneller als mit dem alten System. Jetzt können sie wirklich an allen einzeln herumspielen und das Ganze soll dann auch bald wirklich so weit sein, dass wir es im Spiel genießen können. Wir gehen dann jetzt noch zum letzten Teil in diesem Voice-Over und das ist der Senior Sound Designer, der uns jetzt noch etwas über die Atmosphäre an Bord, insbesondere was das Audio angeht, erzählen wird, wenn es um ein Schiff geht mit katastrophalem Schaden. Of those damaged states and that's the address on a really, really bad day. Dafür werde ich selber gar nicht so viel erzählen, sondern euch im Grunde genommen sehr selbst lauschen lassen, wie sich das Ganze anhört und den ganzen Kommentar auf ein Minimum beschränken. Jetzt am Anfang sind wir also in einer zerstörten Idris, in einem zerstörten Großkampfschiff um genau zu sein, ist es abgestürzt hier und hier kann man also sehen, dass ganz, ganz viel Wert auf Details gelegt wird. Nochmal wiederholt, hier geht es im Sounddesign wirklich um die Details und um die 3D-Umgebung, dass man sich wirklich zu jedem Zeitpunkt umschlossen fühlt von einer gesamten Soundkulisse. 3D-Environment to explore. Die Technik, die sie benutzen, um das umzusetzen, besteht im Grunde genommen aus Hunderten und Hunderten von Soundspots. Das sind kleine verortete Punkte in dem Code, wo dann eben bestimmte Sounds abgespielt werden, wenn man sich in die Nähe bewegt. Und das kann auch Reflexionen beinhalten und bringt vor allem sehr, sehr viel Tiefe in den Raum. Das heißt, man hat die Möglichkeit, sich wirklich etwas zu nähern, dann wird der Sound detailreicher und wenn man sich wiederum entfernt, dann wird er eben in den Hintergrund gerückt. Und das ist eigentlich das Geheimnis, was es auch so atmosphärisch macht. Es
So just for a moment. Um den Vergleich zu schaffen, hören wir uns jetzt mal an, wie die Idris klingt, wenn sie in Bestform ist, das heißt, wenn kein Schaden am Schiff entstanden ist, sondern man wirklich den Normalflug hat und dementsprechend die Soundkulisse eine ganz, ganz andere ist. The ship's humming away nicely. Im Normalzustand klingt die Idris also sehr beruhigend, hat einen ruhigen, dumpfen, kräftigen Sound. Aber wenn man jetzt anfängt, tatsächlich die Umgebung zu verändern, das bedeutet jetzt im Soundsystem Schadenszustände zu simulieren, dann merkt man schon, dass das Schiff sich verändert, die Umgebung verändert sich, das Brummen wird kräftiger, wird unrhythmischer. Das heißt, wir haben hier Elektrogeräte in den Wänden und entsprechende Komponenten, die anfangen zu surren und zu rattern. Das bedeutet, mit jedem Schadenszustand wird dieser Effekt stärker und wird sich dann über das ganze Schiff ausbreiten. So, right now, let's have a look back on the catastrophically damaged Idris. Werfen wir mal einen Blick hinter die Kulissen. Das heißt, hier haben wir einen Gang mit Sprinkleranlagen und man sieht also die Sprinkleranlage oben an der Decke verankert, die einen eigenen Sound hat, während eben das Wasser von unten runtertropft. Aber unten ist tatsächlich dann nochmal ein Sekundärsound, der dann wiederum darstellt, wie das Wasser auf dem Boden, auf dem Deck auftrifft. Und damit haben wir also hier diese Soundspots ganz gut erläutert. Das heißt, hier sehen wir, wie dann ein Soundeffekt sich komplett zusammensetzt. Ja, wir hoffen, euch hat unser kleiner Ausflug auf die Idris gefallen. Wir hoffen natürlich sehr, dass wir sie erstmal im guten Zustand wiedersehen und dann auch erstmal im Spiel erleben können. Bis dahin, herzlichen Dank fürs Zuschauen und bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. See you on the flight deck. Sawyer out.